Königin Rania von Jordanien, 52, könnte derzeit wohl nicht glücklicher sein. Vor kurzem schloss ihre jüngste Tochter Prinzessin Salma, 22, ihr Studium an der Universität von Kalifornien ab. Nun steht schon bald die Hochzeit ihres ältesten Sohnes und Thronfolger Prinz Hussein an. Am 1. Juni werden der 28-Jährige und seine Verlobte Raiwa Al-Saif vor den Traualtar schreiten. Darüber scheint man sich in Jordanien offenbar so sehr zu freuen, dass man nicht bis zum Hochzeitstag warten will, um zu feiern, und so veranstaltete Königin Rania ein festliches Dinner für die Braut, um deren Aufnahme in die Königsfamilie zu zelebrieren. In einer fröhlichen Runde mit Rania, Prinzessin Salma, Ranias ältester Tochter Prinzessin Iman, 26, selbstverständlich der baldigen Braut. Mitgliedern ihrer Familie und Frauen aus ganz Jordanien wurde gegessen, getanzt, gelacht und mit Henna gemalt. Imma Dareb Bani Hashem des königlichen haschemitischen Hofes performten Künstlerinnen jordanische und saudische Lieder und sorgten so für Unterhaltung. Mit verschiedenen Posts auf Instagram bedankt sich Königin Rania für den schönen Abend von Raiwas Henna Party, die möglicherweise als jordanisches Äquivalent zur Bachelorette Feier betrachtet werden könnte. Externer Inhalt hier: An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen. Mehr Infos zu Ehren von Raiwa hielt Rania dann auch noch eine Rede und brachte ihre Schwiegertochter in Spee damit zum Weinen. Glücklicherweise aber, weil diese so gerührt von den Worten ihrer künftigen Schwiegermutter war. Ich werde nie vergessen, wie glücklich seine Majestät und ich waren. Als Al-Hussein uns sagte, er wolle Raiwa heiraten. Sie ist die perfekte Antwort auf all meine Gebete für ihn, verkündet die Königin und sagt, dass Raiwa die süßeste und schönste künftige Braut sei und Raiwa für sie genauso wichtig sei wie ihre eigenen Töchter Iman und Salma. Über den ganzen Abend hinweg gab es Gesangseinlagen, Vorführungen von traditionellen Tänzen und allgemein einfach ganz viel Emotionen. Der Braut sah man an, wie überwältigt, aber glücklich sie war, denn Raiwa schien aus dem Strahlen nicht mehr herauszukommen. Externer Inhalt hier: An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen. Mehr Infos: Das Jahr der Hochzeiten. Das jordanische Königshaus kommt in diesem Jahr kaum mehr aus dem Feiern heraus, wie es scheint, denn am 1. Juni heiratet nicht nur Prinz Hussein, sondern im März gab seine Schwester Iman bereits den Startschuss für die Hochzeitssaison, als sie ihrem Verlobten Niamel am 12. März das Jawort gab. Externe Inhalt hier: An dieser Stelle findest du einen ergänzenden externen Inhalt. Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen. Cookies zulassen. Mehr Infos: Sowohl Hussein als auch Iman verlobten sich im vergangenen Sommer. Iman im Juli 2022, Hussein gut einen Monat später im August.
Nun läuten also auch beim Kronprinz die Hochzeitsglocken und die jordanische Königsfamilie ist um ein Familienmitglied reicher. Von San vor 6 Stunden.